Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 mit mir, dem Agrarfan LP. Und ihr seht schon, hier geht's gleich los mit der Pantera. Ohne jetzt irgendwie Zeit zu verschwenden. Klappen wir das große Stück mal aus und machen wir sofort anfangen mit Spritzen. Weil das dauert doch verhältnismäßig lange. Da möchte ich wenig Zeit verschwenden. Ja, das möchte ich in dem Part hier definitiv fertig bringen, das Spritzen. So dass wir dann im nächsten Part anfangen können mit Häckseln. Genau. So, dass wir dann Häckseln können, genau. Aber wir werden ganz normal mit Helfer häckseln. Wenn ich jetzt. Nee. Wir machen ganz normal mit Helfer. Das dürfte ausreichen. Denke ich mal. Ja, das ist 51. Part. Eigentlich habe ich vorgehabt, zum 50. Part was Spezielles zu machen. Aber das habe ich irgendwie ein bisschen vergeigt. Das heißt, zum Part 100 vom LS15 Case Projekt wird eine Special-Folge kommen. Habe ich definitiv schon so geplant. Mal sehen, ob wir das noch so lange ausdehnen. Vorerst sollte es ja ein Singleplayer-Projekt sein. Gerade das hier macht mir im Singleplayer sehr viel Spaß. Bei dem Class-Projekt muss ich noch was dazu erzählen. Und zwar macht es mir derzeit nicht so viel Spaß wie dieses Projekt hier. Da muss ich definitiv was ändern, weil wirklich dass mir nicht passt, dass wir mit dem Kompostmaster nicht mal arbeiten können. Das war ich aber definitiv auch noch mal ansprechen. Aber das ist ein bisschen nervig, das finde ich doof. Da muss ich grundlegend was ändern. Oder ich mache ein komplett anderes Projekt, was ich aber auch ungern machen möchte. Das auch ein bisschen doof ist. Und deswegen muss ich mir da noch was ausdenken. Aber jetzt wollen wir erstmal spritzen. Genau. Mal sehen, ob wir dann auch schon vorspulen können. Aber wir haben das Feld ja ruckzuck fertig hier. Dann müssten wir aber definitiv mit der Pantera hier noch einen schönen Cosplay-Kurs legen. Weil, ja, meine Cosplay-Kurse sind verworfen worden. Und deswegen müssen wir da noch welche einprogrammieren. Oder dieselben nochmal. Und das würde ich dann ganz gerne mit der Pantera hier machen. Mal sehen, ob ich auf dem Rückweg einen anderen, ja, einen anderen, wie soll ich sagen, eine andere Route nehmen, sag mal so. Das müsste ich mir noch überlegen. So. Haben es bald fertig. Nur noch dann noch eine Bahn. Und dann werden wir die Routen einspeichern und auf Feld 4 fahren. Auf das kleine. Was ich aber noch definitiv überlegen muss, weil wenn wir ja auch auf dem Feld häckseln, auf dem Feld 4 oben, ist ja auch definitiv das Problem oder der Anreiz da, dass ich nicht weiß, wie viel Häckselgut wir da rausbekommen. Und da müsste ich dann nochmal schauen, ob wir uns dann vielleicht noch einen Anhänger anfordern, wenn es denn soweit ist mit Häckseln. Wenn unser großer Anhänger schon voll ist. Da müsste ich schauen. Und was definitiv auch noch sein wird, ich muss, oder wir werden sehen, ob das Silo voll wird. Weil ich brauche volles Silo. Vorsilo. Mit Häckselgut. So dass wir ausreichend Silage dann haben. Wenn wir sie dann auch wirklich brauchen. So. Aber jetzt werden wir erstmal spritzen hier mit der Pantera. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht.
Sieht auch ganz gut aus. Kann auch ruhig in Perspektive fahren. Der Tacho ist sogar animiert. Sehr, sehr schön. Mein Lieblingsgerät, die Pantera, ja. Ist schon was Cooles. Auch mit ein bisschen Sicht auf das Spritzgestänge. Dürfen aber definitiv nicht an den Bäumen hängen bleiben. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Das wollen wir ja vermeiden. So. Wonach ich noch auf der Suche bin. Und zwar habe ich sehr, sehr viele Bilder gesehen, wo eine Pantera einen Anhänger hinten dran hat, wo Spritzmittel drin ist für weitere, für große Felder, die aber weit entfernt sind. Falls ihr sowas gesehen habt, als Mod, könnt ihr mir den ruhig schicken oder mir melden. Dann würde ich mir den ganz gerne holen. Das sollte sich dabei um so ein, ja, Drehschimmelanhänger, so einen Plan-Drehschimmelanhänger handeln, der Spritzmittel laden kann. Farbe ist egal, vorzugsweise weiß geht auch. Aber auf jeden Fall sollte es ein Plan-Anhänger sein. Spritzmittel sollte er laden können und zwei Achsen haben, also Drehschimmel. Das sah dann auf den Bildern schon ganz schön gut aus. Und deswegen möchte ich da mal so einen mit reinnehmen. So, jedenfalls fahren wir jetzt hier so ein bisschen aufs Feld mit der Pantera. Schnelles Fahrzeug. Drehschema-Anhänger ist hier so wie die grünen Anhänger. Wie so ein Dolly vorne dran haben. Sag ich jetzt mal. So eine Drehachse. Rundum mischen an. Schön weit ausholen. Light Add-on habe ich leider noch nicht drin. Versuche ich aber noch mit reinzunehmen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Mal schön die Kurven hier gerade und sehr, sehr groß nehmen. Weil wir schließlich einen riesengroßen Anhänger unten dran haben. Also das Schneidwerk. 13 Meter Arbeitsbreite. Aber ruhig mal auf der anderen Spur fahren. Das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. So, und dann sind wir auch schon da. So. Es ging schnell. Ich habe schon mal auf der Straße ausgeklappt. Oh, habe ich vergessen, dass wir noch aufnehmen. Also hier aufnehmen. So, den speichern wir ab unter Rote Feld. Rote Feld 4. Ja. Hinzu. So. Rote Feld 4 hinzu. Also hinzu Feld 4. So. Dann kann man ja auch schon losdüsen. So. Spritze aktivieren. Und dann geht's auch schon los. Dann dürfen wir so in, ich sag jetzt mal, 3 Minuten fertig sein hier mit dem Feld. Es durften 2 Fahrten sein, 2 Bahnen. Ist nicht sehr viel. Aber hier ganz genau einen Rand nehmen. Oder nah einen Rand. So passt das dann doch schon ganz gut. Vorspann habe ich ja leider nicht mit drin.
könnten wir aber vielleicht mal ausprobieren. Das ist vielleicht auch mal ein Erlebnis. Aber wir haben ja eine Seemaschine, die die Fahrgassen mit sehen kann. Hat man ja schon einen Abdruck von. Form. Was soll ich sagen? Vom Saatgutbehälter ist ein schöner Abdruck von den Vorspuren von unserer Seemaschine. Das ist cool. Ja, ne, gut. Das haben wir auch schon am Feldende angelangt. So. Nur ruhig zusammenklappen. Das hochfahren. Und dann werde ich mich schon mal aufstellen für die neue Route nach Hause. Jetzt muss ich nur mal schauen. So, ungefähr. Das passt doch ganz gut, ja. Und dann können wir hier die nächste Route planen. Ich würde sagen, wir fahren den längeren Weg. Wir fahren mal den längeren Weg. Wir haben doch schließlich Zeit. Ja. Wir müssen ein bisschen abbremsen, weil das doofe Auto hier vor uns ist. Kann man aber ruhig überholen. Das macht jetzt in der Aufnahme nichts hier. In der Cosplay-Aufnahme. So, hier müssen wir vorsichtig sein. Müssen wir ganz genau drüber fahren. Weil der Metrasch ist immer noch ein Stück größer. Und hier auch in der Kurve wird es schwer. Kann man nicht mit Metrasch aufnehmen. Mit dem Schnellwachswagen. Aber das dürfte so funktionieren. So, und wir düsen jetzt einmal wieder ganz normal nach Hause. So, und ab hier fahren wir dann am Straßenrand, weil der Metrascher immer mal noch ein Tick breiter ist, dass da Fluss, dass da KI-Verkehr hier in Ruhe fahren kann, ohne dass der Kursplaner meldet. Irgendwas steht im Weg vom Metrascher, kommt dann mal weiter. Dann würde ich durchfahren bis hierher, bis zur Kurve. Macht man ja in Amerika auch manchmal, dass die breiteren Traktoren oder Generaltraktoren am Straßenrand fahren. Und ab hier können wir dann wieder unsere komplette Straße einnehmen. Meinetwegen. So, und dann haben wir es auch schon geschafft. Den Part. Das heißt, sind wir wieder am Hof angelangt. So, jetzt fahren wir einmal hier lang. Und hier lang. Siehst du, und schon haben wir das fertig. So, und hier bleiben wir dort stehen. Das hier nennen wir Route Feld 4 im Rückzug. So. Und dann haben wir unsere zwei Cosplay-Kurse auch wieder eingefahren. Und dann können wir auch schon eine Zeit vorspulen und vielleicht schon einen Maishäcksler aufstellen, Traktoren fertig machen, was wir so brauchen. So. Genau. Hier nehmen wir einen Häcksler. So. Großen Schneidwerk. 6 Meter Schneidwerk. Immer ins große Feld fahren. So. Dann können wir das gute Stück auch ausklappen, was wirklich episch ist. Der Hexer da ist generell ein bisschen geil. So. Dann G und X ausklappen. Und dann geht hier ganz in Ruhe das Schneidwerk auf.
So, dann klappen noch die Schutzbügel hoch. Oder Leitbügel, Leitblecher, was auch immer. So, also, da haben wir dann mindestens 2-3 Parts zu tun, hier zu häckseln. So, Rohr ausfahren. So, den kann man ausschalten. Wir benötigen zudem noch einen größeren Traktor. Da kann man ja den Magnum ruhig nehmen. Der ist schnell und trotzdem leistungsstark. So. Und zwar holen wir jetzt mit dem hier einen großen Anhänger, den wir auch brauchen. Der ist zwar kaum größer als die zwei kleineren, aber trotzdem immer noch größer. Dreckig ist er zudem auch. So. Dann ist der Port auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, liken und Feedback bitte nicht vergessen. Konstruktive Kritik, Anregungen, Wünsche und Fragen bitte in den Kommentarbereich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich werde jetzt hier noch die Zeit vorspulen. Und zudem noch ein Maxim oder einen anderen gleichwertigen Traktor an die Kröger-Anhänger anhängen, falls wir noch einen Reservetraktor brauchen. Und dann sehen wir uns dann hier beim Häckseln wieder. Also Leute, macht's gut!